Gibt es eigentlich Zukunftsbranchen, also Wachstumsmärkte, in denen heute schon richtig viel Geld verdient wird, morgen und übermorgen vermutlich aber auch, indem ich also vielleicht sogar Dividendenaktien bekomme plus reichlich Kurspotenzial? Ich drücke es mal so aus. Leider ja. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. Ich möchte gleich vorweg sagen, worum es geht, nämlich um Aktien aus der Rüstungsindustrie. Das heißt also um Unternehmen, die davon profitieren, dass jetzt mutmaßlich insbesondere in Europa die Investitionen in diese Branche noch einmal deutlich zunehmen werden. Und schon vorher hat man mit Lockheed Martin, mit Raytheon und vielen anderen Aktien aus der Industrie viel, viel Geld verdient. Ich glaube, dass diese Industrie in einer beinahe optimalen Ausgangssituation ist. Wir sprechen über sowieso schon üppige Dividenden und Cashflows. Die Unternehmen sind hochprofitabel. Wir sprechen noch dazu über ein Umfeld, in welchem vermutlich die Militärausgaben noch mal deutlich steigen. Wir sprechen also über Krisensicherheit und Zukunftsperspektive und hohe Dividenden und so weiter. Gleichermaßen, wo gibt es das schon? Und ich glaube, dass Anleger, die in diese Branchen investieren, sei es mittels Branchen-ETF, das gibt es auch, oder mittels Direktinvestitionen. Ich glaube, dass diese Anleger auf Sicht der nächsten 5 bis 10 Jahren vermutlich gute Renditen erzielen werden in praktisch jedem Umfeld. Und das ist es ja, diese Kombination. Ja? Hochkonjunktur werden wir sehen. Persönlich investiere ich nicht langfristig in diese Rüstungsunternehmen. Habe ich auch in den letzten 20 Jahren nicht gemacht, habe also auf diese Rendite verzichtet und werde das auch in den nächsten 20 Jahren nicht machen. Der Grund aber dafür, dass ich dieses Video jetzt aufnehme, ist, dass ich, wer sagt das schon von sich, aber ich glaube, ich bin nicht unmoralisch, ich versuche mich aber daran, amoralisch zu sein. Ich möchte meinen moralischen Standard, sagen wir es ganz einfach, ich möchte das, was ich morgens im Spiegel sehe, das ist ja das, womit ich leben muss, womit ich umgehen muss, meine Werte, ja, das möchte ich aber nicht euch aufoktroyieren. Ich bin kein Moralapostel und ich finde es in diesen Zeiten auch teilweise schwer zu ertragen, wenn ihr so wollt, fehlt mir da noch etwas hin zu einer amoralischen Person. Wenn ich nämlich andere bewerte, dann bin ich auch nicht amoralisch, weil ich dann meine Standpunkte und meine Überzeugung auf andere projiziere. Ich bin also eindeutig noch im Werden, ja, da habe ich noch eine Menge Weg vor mir. Aber ich gebe zu, dass es mich stört, wie schnell heute Standpunkte gewechselt werden. Wir waren uns einig, dass eine Welt ohne Atomwaffen eine bessere ist. Das hat sich innerhalb weniger Tage, weniger Wochen komplett geändert. Mit einmal ist klar, was wir alles machen müssen, um eine sichere Zukunft zu haben. Mit einmal werden wir vermutlich nicht mal mehr einen Wahlkampf erleben, in dem darüber gestritten wird. Ich sage euch an dieser Stelle auch, wenn ihr wollt, jetzt kommen ein paar persönliche Sätze, überspült das gerne. Oder ihr macht jetzt Schluss und sagt, ja, das war's, meine Einschätzung, jetzt kennen wir deine Einschätzung, Rüstungsindustrie, wird man viel Geld verdienen. Genau so ist es, ja. Ihr müsst euch den Rest nicht anhören, wenn ihr nicht wollt, kann ich absolut verstehen. Insbesondere, wenn jemand über Moral spricht. Manchmal mache ich da auch einfach aus, gebe ich ganz offen zu. Aber gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Und das ist eben mein Standpunkt. Der kann sich verändern durch äußere Einflüsse. Der sollte sich aber bestenfalls nicht durch Überschriften verändern. Und der sollte sich insbesondere deshalb nicht verändern, weil jetzt die ganze Welt davon überzeugt ist, wie es jetzt eigentlich richtig wäre. Selbst die Grünen, und die kriegen ja so viel Lack, dass ich sie sonst gerne auch mal verteidige, aber selbst die haben all das, wofür sie 20 Jahre gestanden haben, jetzt zur Seite gedrückt und haben gesagt, als Reaktion auf einen Mann, so muss man das ja letztendlich formulieren. Nee, dann haben wir uns die Dinge, die Realität hat uns eingeholt. Jetzt müssen wir die Sachen ganz anders sehen. Und mit der Moral ist das so eine Sache. Und ich finde, man sollte den Begriff Moral auch im besten Fall aus seiner Argumentation herauslassen. Im Mittelalter war es moralisch einwandfrei, rothaarige Frauen als Hexen zu bezeichnen. Oder Männer, die sich der Wissenschaft verschrieben haben, die wurden dafür hingerichtet. Das war der moralische Standard. Und ich könnte natürlich bezugnehmend auf die Kirche noch das ein oder andere Beispiel finden, wobei man bei der Kirche vielleicht sich eher fragen müsste, ob dann nicht mal der ein oder andere moralische Standard hinsichtlich seiner Aktualität überprüft werden müsste.
Aber wer bin ich, dass ich das beurteilen kann? Letztlich muss ein jeder Mensch, ein jeder Anleger nach seinen eigenen Standpunkten in irgendeiner Art und Weise investieren, leben, vielleicht auch andere beurteilen. Da wäre ich ein bisschen zurückhaltend, weil wir nichts anderes haben. Wir werden uns am Ende unserer Tage nur an dem messen können, was wir selber uns auferlegt haben, was für Ziele wir hatten, was wir erreichen wollten. Und ich kann vielleicht noch als kleine Anekdote, da hat diese Bewegung, wenn ihr so wollt, oder dieser Gedanke seinen Ursprung gehabt, als ich meinen Einberufungsbefehl bekommen habe. Das ist 1990 gewesen. Wir sind da übrigens in dem Jahr Weltmeister geworden gegen Argentinien. Elfmeter an die Breme, völlig berechtigt übrigens. So, ich habe also mit 18 Jahren meinen Einberufungsbefehl bekommen, um zur Bundeswehr zu gehen. Das war damals noch so, entweder 13 Monate Bundeswehr oder 18 Monate Zivildienst. Und jetzt könnte ich mich natürlich hier hinstellen und sagen, Freunde, ich habe es damals schon gewusst. Ja, ich konnte noch nie etwas mit dem Dienst an der Waffe anfangen. Das ist letztendlich auch so. Aber das habe ich erst später erfahren. Mit 18 hatte ich von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber ein Selbstbewusstsein, welches überhaupt nicht zu meinem Wissensstand passte. Das ist vielleicht bei 18-Jährigen so. Gerade bei 18-Jährigen Jungs habe ich manchmal den Eindruck. Aber darum soll es heute nicht gehen. Also, ich habe verweigert. Warum? Weil mir das völlig sinnlos erschien, da irgendwie so eine Grundausbildung für was? Ich will doch kein Kanonenfutter an der Front sein. Und jetzt hätte ich es mir natürlich hinbasteln können und sagen können, ja, das ist eben, weil ich gesehen habe, wie unnütz Krieg ist und so weiter. Tatsächlich wollte ich aber lieber Zivildienst machen, selbst 5 Monate mehr, weil es mir schon immer mein ganzes Leben lang extrem schwer aufgefallen ist, mich aufzuraffen, mich zu motivieren für Dinge, wo ich keinen Sinn dahinter gesehen habe. Das heißt also, selbst ich habe ja mal so eine duale Ausbildung gemacht, ja, an Tagen, wo ich dachte, das hast du gestern schon gemacht. Das war beinahe körperliche Schmerzen, zu sagen, das habe ich doch gestern gemacht. Aber natürlich macht man im Betrieb manchmal auch am nächsten Tag das, was man am Vortag gemacht hat. Und das gehört auch zum Berufsleben dazu. Das hat mir körperliche Schmerzen bereitet. Und da dachte ich, da gehst du ein. 12 Monate Bund, alles vorbei. Das wird auf keinen Fall gut gehen. So, ich habe dann im Jugendtreff Exe das gemacht, aber bei der Verweigerung, soweit nochmal ganz kurz zur Moral, kleiner Schwank aus der Jugend. Da musste ich meine Gewissensgründe darlegen, warum ich nicht den Dienst an der Waffe für das Vaterland leisten möchte. Und ich habe sie vollkommen ehrlich dargelegt. Ich habe gesagt, ich sehe keinen Sinn darin. Das, was ich dort mache, ist völlig überflüssig. Wenn ich diese Leistung von mir nicht gebe, verändert sich gar nichts. Weil es eine Leistung ist, die Leerlauf bedeutet. Ich helfe ja niemandem, nicht wirklich. Während das im Jugendtreff, ja, oder im Krankenhaus oder im Altenheim, den Sinn habe ich gesehen. Und dementsprechend habe ich mich entschieden. Das habe ich auch geschrieben. Und da habe ich einen freundlichen Brief zurückbekommen. Dann finden Sie sich mal bitte ich bin damals auf 2 gemustert worden, also ich glaube, ich wäre zum Heer gekommen. Dann finden Sie sich mal bitte ein, am 1.10., glaube ich, war das, Ihre Verweigerung wurde nicht stattgegeben. Da habe ich gedacht, ja, das war dann wohl nicht so gut. Und dann habe ich, ach, man ist aber auch mit 18, ich werde ganz ehrlich, der arme Mann, der das dann bearbeiten musste, da kommt da so ein 18-jähriger, 9-mal kluger, pubertärer Jüngling daher und erzählt dir was von Gewissen. Da habe ich nämlich mein mageres Wissen über griechische Philosophen mit dem Herrn geteilt und wie man den Begriff Gewissen denn tatsächlich einordnen sollte. Mann, der wird gekotzt haben, als er das gelesen hat. Völlig zu Recht. Was für ein hanebüchener Kram. Kam natürlich wieder zurück. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen, aber das ändert rein gar nichts. Sie finden sich jetzt zum Dienst ein. Und dann habe ich einfach einen Tipp bekommen und der Tipp lautete, wenn du dort antrittst, ja, dann mach das, aber wenn du es nicht möchtest, kein Mensch kann überprüfen, was du in diesem Verweigerungsschreiben angibst. Und habe ich genau das gemacht. Tatsächlich war mein Großvater im Zweiten Weltkrieg Panzergrenadier und tatsächlich hat mich das als Jugendlichen auch oder als Kind vielmehr beschäftigt, aber eher auf eine naive Art und Weise. Er war in russischer Kriegsgefangenschaft, ist aber nach Hause gekommen. Naja, und da es ja nicht überprüft werden konnte, habe ich im Verweigerungsschreiben genau das aufgeführt, nur mit dem Ende, dass ich gesagt habe, mein Opa ist da im Panzer von einer Granate zerfetzt worden. Und deswegen kann ich mit der Bundeswehr nichts anfangen. Das war natürlich gelogen, nur was hätte ich schreiben sollen? Der Verweigerung wurde dann stattgegeben und dann habe ich Zivildienst gemacht.
Während dieses Zivildienstes gab es dann so einen Unterricht, Staatskunde hieß das. Das war Stadtgrundausbildung. Und das war der Moment bei dieser Staatskunde, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was bedeutet das eigentlich Heimat? Ist das was Kulturelles? Was ist Patriotismus? Ist Patriotismus stolz sein auf meinen Pass? Wahrscheinlich für mich war es das nicht. Oder ist es eine Verbundenheit zu einer Kultur, zu einer Sprache, zu einem Freundeskreis, zu einem sozialen Kreis? Das ja. Das allerdings führt dazu, dass ich in der Regel anderen Menschen mit anderen Pässen gegenüber genauso begegne, mit dem gleichen Respekt, wie den Menschen, die meinen eigenen Pass haben. Aber wie wäre das, und das haben wir da durchaus besprochen, und das war für mich auch etwas, worüber ich lange nachgedacht habe, wie wäre das, wenn genau das passierte, was dort in diesen Verweigerungen, früher in diesen Tribunalen dann stattgefunden hat. Also, wenn jemand deine Familie mit einer Waffe bedroht, und wenn man ehrlich ist, jeder Mensch würde in einer Extremsituation vermutlich sich verteidigen wollen. Nur ändert was an, das ändert nichts an den Maßstäben. Das ändert nichts daran, was man für richtig und für verkehrt hält in der Welt. Denn ein Fluchtreflex oder ein Verteidigungsreflex ist ja genau das, was es beschreibt. Ein Reflex. Etwas, was man dann tut als letzten Ausweg. Und man wünscht sich eine Politik, die es nie zu diesem letzten Ausweg kommen lässt. Und ich glaube nach wie vor, und Pazifismus lasse ich nicht gelten, Naivität lasse ich gerne gelten, ich glaube nach wie vor, dass jetzt zu sagen, wenn wir alle wieder aufrüsten und wir werden den Zustand des Kalten Krieges wiederherstellen, dann wird die Welt endlich zu einem besseren Platz. Ich glaube, ich sage es gleich im Bildschirmvideo nochmal, das habe ich nämlich gerade schon aufgenommen, aber die Welt aus der Post-Vogel-Perspektive über verschiedene Dekaden hin betrachtet. Ist da wirklich noch Evolution zu erkennen? Im Moment fällt es wahrscheinlich schwer, oder? So, und deswegen ist es für mich so schwierig gewesen, dieses Video zu machen über die Waffenindustrie, weil ich natürlich einerseits mir wünschte, sie würde zumindest nicht in dem Maße über neue Zukunfts- und Wachstumsperspektiven verfügen. Aber es ist ein Multimilliardenmarkt. Und wenn ich das mit dem nicht moralischen und nicht Zeigefinger ernst meine und wir uns darauf verständigen können, dass es ja hier um Geldanlage geht, dann steht es mir nicht zu, irgendjemandem aufzuoktroyieren, also ihm in irgendeiner Art und Weise mit auf den Weg zu geben, da solltest du nicht investieren oder vielleicht auch doch. Das entscheidet ihr am Ende des Tages selbst. Ich weiß, viel Vorrede, aber ich habe euch ja schließlich gewarnt. Und jetzt schauen wir auf den Bildschirm und sprechen über die großen Player in der Branche. So, das hier ist eine Tabelle aus einem Artikel des Handelsblatts vom 5.4.2022. Wir schauen mal ganz kurz auf die Überschrift. Das sind die größten Rüstungskonzerne der Welt. Im Jahr 2022 steht hier, tatsächlich hat sich aber an der Reihenfolge in den letzten Jahren relativ wenig verändert. Wir schauen uns das an und erkennen, es ist ein Spiegelbild zum einen der Weltwirtschaft, zum anderen aber auch der Militäretats der jeweiligen Länder. Wir haben, genau wie in der globalen Verteilung eigentlich auch, die USA momentan noch auf Platz 1. Relativ dicht gefolgt von China. Es geht hier um den Umsatz mit Waffen im Jahr 2020. Und hier wird keine Unterscheidung gemacht zwischen Handfeuerwaffen und Panzern und Drohnen und so weiter. Es geht hier um den Gesamtumsatz, aber eben aus dieser Sparte. Und diese Ergänzung macht bei einem Unternehmen wie Lockheed Martin relativ wenig aus. Das heißt also, hier ist der Anteil des Waffengeschäftes am Gesamtumsatz mit 89% sehr, sehr hoch. Macht aber bei einem Unternehmen wie Boeing, wo der Anteil nur in Anführungszeichen 55% beträgt. Ich denke, der ein oder andere wird eher noch überrascht sein, wie viel Boeing mit Waffen verdient. Aber 55% oder 89% ist halt ein Riesenunterschied. Boeing hat natürlich auch die zivile Luftfahrt im, ja, Visier ist hier eine komische Bezeichnung, also hat eine zivile Luftfahrtsparte. Die ist aber meines Erachtens genau das Problem, sprechen wir gleich noch drüber. Zudem ist diese Aufstellung auch ein Spiegelbild der Militärhaushalte. Wir haben den mit weitem Abstand
größten Militärhaushalt hier in den USA. Unter Donald Trump ist er im Übrigen nicht gesunken, sondern nur weniger schnell gestiegen. Unter Joe Biden ist er jetzt, trotz der Ankündigung, sich aus dem einen oder anderen Konflikt auf dieser Welt herauszuhalten, ist er aber weiter angestiegen. Das hat beinahe schon historische Ursachen. Auf der anderen Seite haben wir den relativ großen Militärhaushalt in China, der recht schnell wächst. Und dann haben wir auch einige europäische Unternehmen wie BAE Systems, schauen wir uns gleich an, eine Airbus, eine Leonardo, Thales und wir schauen gleich noch auf eine Rheinmetall. Es liegt insbesondere daran, obwohl die EU als Ganzes ja relativ groß ist und durchaus ein Gegengewicht bieten könnte, dass die meisten EU-Mitgliedsländer in der NATO ihre 2%-Vorgabe nicht erfüllen. Das heißt also, dass die 2% des Bruttoinlandproduktes, die in Rüstungsausgaben in den Militäretat fließen sollten, derzeit nicht dorthin fließen. Ich glaube, und das darf man durchaus als Konjunkturpaket bezeichnen, ich glaube, das wird in Zukunft anders sein, weil natürlich der politische Druck enorm hoch wird. Wer will denn jetzt schon derjenige sein, der nicht genug für die innere Sicherheit und für die äußere Sicherheit tut? Wir werden erleben, dass das im Wahlkampf eine immer größere Rolle spielt. Allerdings ist es auch vermutlich kein ganz großes Wahlkampfthema, weil sich dann heute, jetzt, alle irgendwie einig sind. So ist das, wenn man in der Politik reagiert. Anderes Thema. Wir schauen zuerst auf Lockheed Martin und erkennen, es braucht keinen Weltkrieg, damit Rüstungsindustrie eine blühende ist. Ja, Lockheed Martin ist eine echte Erfolgsgeschichte an der Börse und zu all diesen Kursgewinnen der letzten 10 Jahre muss man dann auch noch üppige Dividenden hinzuzählen, trotz des recht steilen Anstiegs in den letzten Monaten der Aktie von Lockheed Martin gab es, ja, darüber hinaus gibt es da immer noch eine Dividendenrendite von, lass mich gucken, 2,75%. Und ja, wenn man denn vorhätte, einen Fonds aufzulegen mit Thema Rüstungsindustrie, eine Lockheed Martin würde da reingehören. Keine Sorge, ich werde nicht derjenige sein, der diesen Fonds managt. Ebenso Raytheon, ebenfalls ein großer Hersteller. Etwas zyklischer, wenn wir uns das an der Börse ansehen, die Dividendenrendite mit 2,26% ist ebenfalls etwas niedriger, steht ansonsten der langfristigen Performance Lockheed Martin nicht allzu viel nach. So, und das hier ist Boeing und das ist ein ganz anderes Bild, denn wir sind bei den eben nur 55%. Raytheon, man sieht übrigens, je geringer der Anteil des Waffengeschäftes am Gesamtumsatz, desto schwächer offensichtlich die Aktie. Wenn man also reine Hersteller haben will, dann ja, da muss man auf die setzen. Und wir sehen bei einer, einfach weil sie auch besser gelaufen sind, bei einer Boeing 55%. Und mir widerstrebt es beinahe, das zu sagen, aber die 55% in der Rüstungsindustrie, die machen mir weniger Sorgen. Ja, die Welt wird sich leider in diese Richtung entwickeln, beziehungsweise das hat sie schon getan. Aber die zivile Luftfahrtsparte von Boeing, die wäre diejenige, aufgrund der ich mich zurückhalten würde. Nicht, weil es jetzt einen Absturz in China gab. Immer mal wieder sind Flugzeugabstürze, haben halt sowas Endgültiges. Ja? Aber dennoch ist das Flugzeug ein sehr sicheres Verkehrsmittel. Aber die Maschinen, die runtergekommen sind, waren eben von Boeing. Und ich finde, die Kommunikationsstrategie von Boeing könnte besser sein. Was mich aber am allermeisten stört, ist, dass Boeing in negative Phasen hinein, fundamental negative Phasen, wie hier als die Luftfahrtindustrie absolut zum Erliegen kam oder als beispielsweise, ihr könnt euch vielleicht an den Absturz in Afrika erinnern, ich meine, das war Äthiopien, dass Boeing einfach weiter seine Dividende zahlt und zwar notfalls mit der Aufnahme von Fremdkapital. Das hebelt letztlich so ein Unternehmen und kann sich auch positiv auswirken. Ja, man, jede Art von Leverage durch Fremdkapital kann auch positiv wirken, wenn es gut geht. Wenn ich aber bei einem langfristigen Investment so etwas sehe, also Quartalsergebnisse negativ, Dividende wird aber stabil gehalten oder sogar erhöht. Oder sogar, was Boeing zwischendurch gemacht hat, Dividende erhöht und Aktien zurückgekauft. In einem schwer zu prognostizierenden Umfeld,
dann wäre mir das zu viel Risiko. Deswegen wäre Boeing nicht meine favorisierte Wahl. Dann haben wir BAE Systems. Wo haben wir sie? Ich hätte sie gern an der Originalbörse. Da. Ein ganz klarer Ausbruch. Wir sehen hier, oh mein Gott, wie hat 97%. Reiner geht es kaum. Anteil des Gesamtumsatzes am Waffengeschäft. Und hier sehen wir auch charttechnisch ein sehr interessantes Signal. Wir haben einen ganz klaren Unterschied gesehen zwischen europäischen Rüstungsindustrien und den amerikanischen. Und das ist auch ganz klar, selbstverständlich gibt es Ausschreibungen in den USA, wo eine Airbus auch mal gewinnen kann. Es gibt aber mehr, die im Inland, weil es hier natürlich auch um Fragen der inneren Sicherheit geht. Also gerade hier gibt es eben auch viele Ausschreibungen, die dann auch nur ein amerikanisches Unternehmen gewinnen kann. Und deswegen sind europäische Waffenhersteller bisher schlechter gelaufen an der Börse. Das dürfte sich ändern. Dieser Ausbruch ist meines Erachtens einer, der vermutlich über Jahre hinaus Bestand haben wird. Wir sehen das gleich bei Rheinmetall noch ein bisschen extremer. Was allerdings, ja, die Aktie ist nicht so sonderlich volatil. Von daher, wenn hier jemand kaufen will, eigentlich nach so einem steilen Anstieg würde man und würde auch ich immer sagen, warte mal ein bisschen eine Abkühlung ab. Ja. Sicherer ist es aber vermutlich für einen langfristigen Investor dann schon mal ein Bein in der Tür zu haben. Heißt das ein Bein? Nee, das langt erstmal ein Fuß. Ne? So, ebenfalls aus Europa, aber aus den gleichen Gründen für mich eine Aktie, die ich nicht so interessant finde. BAE Systems, die wir uns eben übrigens angeschaut haben, 3,9% Dividendenrendite plus Kurspotenzial. Ich sagte es ja, ich versuche das neutral zu besprechen, aber ja, leider ist hier vermutlich auf Sicht der nächsten Jahre reichlich Potenzial. Dann haben wir eine Airbus-Dividendenrendite von 2,2%. Boeing bin ich übrigens noch schuldig, aber möchte ich jetzt mal nicht über die Renditen sprechen. Einfach deshalb, wenn ich schon sage, ist für mich nicht so interessant, die Aktie. Wenn ihr sagt, für euch super, mache ich, dann nur zu. Aber es ist ja hier mein Standpunkt. Also auch bei Airbus würde ich mich eher raushalten, weil wir auch bei Airbus einen ganz großen Anteil haben. Ja, seht ihr, 21% Waffe. Und der Rest, 79%, wow, Kopfrechnen, 79% ist zivile Luftfahrt. Und ich glaube, unabhängig von Corona, dass die Luftfahrtbranche vor einem Umbruch steht, teuer, richtig teuer sind sie derzeit nicht. Aber wenn ich mir den ganz langfristigen Chart einer Lufthansa ansehe, dann sehe ich keinen Trend. Und ich sehe auch bei Airbus keinen Trend. Und von daher, zivile Luftfahrt ist nicht meine Branche. Da müsst ihr andere finden, die euch das schmackhaft machen, wenn ihr das denn möchtet. So, bei Rheinmetall sehen wir den BAE-Effekt, aber auf kleinerem Niveau. Das Unternehmen ist auch einfach kleiner. Und hier sehen wir die Reaktion auf, okay, jetzt wird auch Deutschland mal Geld für die Rüstung ausgeben. Und wir haben die Aktie hat sich mal eben verdoppelt im Kurs. Und 2,55% Dividendenrendite. Da kommt natürlich alles zusammen. Die Aussichten sind gut. Rheinmetall, ich habe es mir gerade ein bisschen näher angeguckt. Wir haben 5 Divisionen. Panzer, Munition, Flugabwehr, Sensoren und Pumpen und Ersatzteile. Also ein Laden, ich glaube, macht Rheinmetall eigentlich irgendwas anderes. Das stehen hier gar nicht drin. Die ganze Palette ist mit drin und ich glaube, Rheinmetall wird einer der ganz großen Profiteure, aber die Aktie hat sich eben auch verdoppelt und ich könnte, selbst unter Trading-Aspekten, könnte ich zu diesem Kurs einfach nicht kaufen, weil steil ist steil, ist völlig egal, was an der Börse passiert. Heißt nicht, dass die Aktie nicht nächste Woche bei 250 Euro passiert, nur handelt. Nur wenn ich sowas handle, wenn ich so eine Aktie kaufe und jetzt mal unabhängig von der Branche, dann nicht in so einen Spike hinein. Dann warte ich eine Konsolidierung ab, die im bullischen Fall irgendwo zwischen dem 23er und 38er Retracement endet. Schaut es euch mal an, wenn jetzt einer sagt, ja, was hat denn Retracement bitte mit dem Verteidigungsetat zu tun? Das hat gar nichts miteinander zu tun. Das ist richtig, aber Psychologie ist Psychologie. Und sehr häufig, ob nun von hier oder vielleicht auch 20% höher, ich sagte es ja, das sieht natürlich alles bullisch aus, irgendwo zwischen 158 und 177 Euro läge dann die Kaufzone.
Und die Frage kommt natürlich dann ganz häufig, ja, und wenn die Aktie nicht dahin zurücksetzt, dann ist die Antwort dann nicht. Dann eben nicht. Manchmal sind Bewegungen zu steil, manchmal gibt es ein Gap and Go und dann bin ich eben nicht dabei. Wir sind ja hier auf dem Tradermacher-Kanal. Das heißt, es geht hier um aktive Anlage. Und da muss Chance-Risiko-Verhältnis passen. Und wenn ich jetzt einsteige bei 208 Euro und ich sage, angesichts dieser Volatilität, das sind Wochenkerzen, die mal eben 30, 40 Euro Schwankungen mit drin hatten, muss ich wahrscheinlich hier unter dem Tief meinen Stop setzen. Das heißt also, ich hätte dementsprechend einen Stop von 70, 80 Euro. Dann kann ich hier nicht einsteigen und sagen, bei 240 Euro nehme ich Gewinne mit. Das ist ein Chance-Risiko-Verhältnis von 0,4. Das funktioniert einfach nicht. Wer hier eingestiegen ist am Tag nach der, wann auch immer, im Februar irgendwann, der steht natürlich jetzt vor der Herausforderung, dass er sagt, wo sichere ich Gewinne ab? Aber das kann man entsprechend der Retracements meines Erachtens machen. Es ging mir heute ganz wesentlich darum, einmal jetzt ein Video zu dieser Rüstungsindustrie zu machen. Ja, es war immer ein Multimilliardenmarkt. Es ist jetzt ein Multimilliardenmarkt mit absehbar neuen Konjunkturimpulsen und von daher sowohl für Investoren als auch für Trader vermutlich auf Jahre hinaus interessant. So, habe ich es hinter mir. Und abschließend nochmal der Hinweis, dass ich im gestrigen Report die Eintrittskarten für die Invest an euch versendet habe, beziehungsweise den Code. Falls noch nicht geschehen, dann tragt euch gerne für diesen kostenlosen Report ein. Selbstverständlich gibt es da nicht immer nur Freikarten, sondern es gab gestern zum Beispiel, das weiß ich natürlich schon, weil ich ja in der Zeit reisen kann, es gab Silber. Wir haben gesprochen über Bitcoin, ich habe gesprochen über Vata und über BioNTech. Also holt euch deinen Report, falls noch nicht geschehen. Hier unter diesem Video könnt ihr euch dafür eintragen, ist absolut kostenlos. Und falls nicht, dann verurteile ich euch natürlich auch nicht. Jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare und wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann und ciao.